ganz Alexandra, Alexandra, jetzt bist du schon wieder politisch unterwegs. Jetzt haben wir gedacht, dass wir den Geisskanner schon fast abgehandelt. Es ist so schwierig bei diesem Thema. Das zeigt nämlich, dass es primär um die Frage geht, wenn wir mehr umverteilen, von reich zu arm, ja oder nein? Logisch, man kann den Leuten immer mehr Geld wegnehmen, aber man muss einfach wissen, dass nimmt man jemandem weg, der das sehr mühsam verdient hat. Herzlich willkommen zur Börsenstrasse 15, präsentiert von The Market. Mit harten Bandagen wird gekämpft um die 13. AV-Rente. Die kommt zur Abstimmung am 3. März. Und im Herbst ist dann schon die Abstimmung über die BVG-Reform. Ja, ganz viel wird geredet über die Altersvorsorge im Moment. Wir haben Einspieler vorbereitet für Sie, von unseren PolitikerInnen. Und wir fragen, stimmt das wirklich, was da so gesagt wird, oder stimmt das nicht? Der ökonomische Faktencheck rund um die AV und die BVG, damit Sie informiert entscheiden können, das alles in der Börsenstrasse 15 mit der Alexandra Janssen und mit mir, Fabio Canic. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Invesco. Ja, Alexandra, wahnsinnig viele Reaktionen haben wir gekriegt auf die letzte Folge, die wir gemacht haben. Dort haben wir so ein Streitgespräch gemacht. Heute der Faktencheck, der ökonomische hinein an. Was ist dir am meisten geblieben aus den Reaktionen, die du gekriegt hast auf unsere letzte Folge? Dass es eine sehr oder relativ politische Folge war, die wir hatten. Und darum finde ich es super, dass wir heute den Faktencheck haben. Das war bei mir nachher auch die Reaktion selber gewesen. Ich habe zuhause am Familientisch nochmal diskutiert und bei gewissen Argumenten hat zum Beispiel mein Mann gesagt, ja Moment, aber das stimmt jetzt glaube ich nicht. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass ich über das Wochenende nochmal gewisse Sachen nachgelesen habe und freue mich jetzt, um nochmal durch die Fakten oder manchmal auch irreführende Statements durchgehen können. Ja, ich glaube, es ist auch eine gute Sache. Wir haben uns wirklich fast ein bisschen in Rage geredet letztes Mal. Wir sind da beide mit Herzblut dabei. Du gegen die Initiative für die 13. AV-Rente. Ich dafür, ich finde es eine gute Sache, aber es ist, glaube ich, tatsächlich auch richtig, dass wir jetzt mal den Politikerinnen genauer auf die Finger schauen, was die so erzählen. Und ich glaube, was vor allem cool ist im Ganzen, ist, dass wir so viele Reaktionen gekriegt haben, dass es eben funktioniert. Dass die Leute ausgesetzt werden am Argument von Gegenseite und das, glaube ich, ist eine ganz gute Sache. Ja, machen wir den ökonomischen Faktencheck mit Einspielern, mit der umstrittensten Aussage und mit der wichtigsten Aussage ganz am Schluss. Da bleiben Sie also dran bis zum Schluss von dem Gespräch. Wir haben 7 Einspieler vorbereitet für Sie. Der erste ist von Gabriela Medici vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Sie war in der Sendung «Club» bei SRF und sie hat das da gesagt. Das Schöne an der AHV ist ja, dass heute schon 9 von 10 Leuten bekommen mehr aus der AHV, als sie einzahlen. Ja, Alexandra, das ist steile Rampe für dich. Das sind Zahlen vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Die sagen, 90% würden profitieren, wenn sie Ja sagen würden. Du bist aber nicht ganz einverstanden. Also ich bin nicht einverstanden und finde das ein bisschen irreführend, genau wegen der Interpretation, die du jetzt auch gemacht hast, oder? Dass 9 von 10 würden profitieren. Aber die Frage ist, was sind das genau für Zahlen? Oder 9 von 10... Wer genau? Das sind bei diesen Zahlen, wo Gabriela Medici davon geredet hat, sind das die heutigen Rentner. Und das sind natürlich anders verteilte Einkommen gewesen, als das heute zum Beispiel in unserer Generation der Fall ist. Wir haben viele Frauen gehabt, die damals noch viel weniger geschafft haben oder gar nicht geschafft haben. Und die ganze Verteilung ist anders. Und darum stimmt für die Rentner, wenn man das statisch anschaut, die Aussage 9 von 10. Aber quasi zu sagen, ja, in der Bevölkerung 9 von 10 werden profitieren von dem, das finde ich irreführend. Aber dort kommt stark darauf an, wie man die Aussage einbettet. Aber so, wie du es gerade vorher gemacht hast, Fabio, kann man es aus meiner Meinung noch nicht sagen. Man merkt schon, Alexandra wird schon wieder politisch. Jetzt haben wir ja noch ganz fachlich bleiben heute, aber es schwingt natürlich immer ein bisschen politisch. Ich werde nur persönlich, nicht politisch. Ja, genau, ist gut. Nein, komm, aber du hast schon einen Punkt. Ich habe die Zahlen auch noch genauer angeschaut. Ich habe auch noch Gespräche mit verschiedenen Leuten, die auf mich zugekommen sind und mich darauf hingewiesen haben, dass man vorsichtig muss sein bei der Interpretation von dieser Zahl. Und die haben mich auch teilweise überzeugen lassen. Ich muss es wirklich sagen, wenn die Beiträge heute schon so hoch wären, wie sie sein müssten, damit wir keine Lücke hätten in der AV. Wir haben eine riesige Lücke in der AV, wir können darauf sprechen. Dann müssen wir sehr viel mehr einzahlen und logischerweise, wenn wir mehr würden einzahlen, wäre der Anteil von diesen Leuten, die weniger einzahlen, als sie rauskriegen am Schluss, tiefer, also nicht die 92%. Die Frage ist natürlich, wie viel tiefer wäre. Und ich wage jetzt mit raus aus dem Fenster und sage, er wäre nicht signifikant tiefer. Vielleicht wäre er 80%. Vielleicht wäre er sogar nur, Anführungszeichen, 70%. Aber auch dann würden von den jungen Leuten heute immer noch 70% profitieren, wenn sie ja sagen würden. Ich glaube auch, dass die Zahl relativ hoch ist.
Aber was ich auch finde, oder, wir sind jetzt am Spekulieren, wie viel genau umverteilt wird. Und das finde ich ungünstig, dass man die Transparenz nicht wirklich hat, oder? Und das zeigt ein bisschen Problematik auf, aus meiner Sicht, die wir haben bei der ganzen AV-Diskussion. Es geht einerseits um die Altersvorsorge, es geht aber gleich auch um eine Umverteilung. Und auf beiden Seiten ist es schwierig, um transparente Zahlen zu kriegen, verständliche Zahlen zu kriegen. Und das macht die ganze Diskussion auch aus ökonomischer Sicht wirklich anspruchsvoll. Übrigens, apropos Transparenz, die 92% kommen ja aus einem Papier aus dem Bundesamt für Sozialversicherungen. Ich habe mir das mal angeschaut, das ist komplett unleserlich. Also das hat eine Mathematikerin geschrieben, das ist sicher eine Frau, die viel kompetenter ist als ich in dem, was sie macht. Aber geschrieben ist das auf eine unmögliche Art. Also man muss das wirklich alle Sätze dreimal lesen. Mir ist es auch so gegangen und ich habe dann darum den Melanie Henner vom IWP angerufen. Die hat das selber auch ausgerechnet, zusammen mit dem Christoph Schaldegger. Und als ich das Papier nachher gelesen habe, dann habe ich es verstanden. Also das kann man jedem empfehlen, der sich da noch in die Tiefe graben will. Dann schauen wir doch die Institution AV ein bisschen genauer an. Wir haben einen zweiten Einspieler von Matthias Müller. Er ist im Initiativkomitee Jung FDPler und war im Podcast Feusi Federal von Dominik Feusi im Nebelspalter und er hat das gesagt. Wenn man die gesamte Rechnung macht, fehlt der AV mit der 13. Rente 200 Milliarden Schweizer Franken. Und das bedeutet dann eben Mehrwertsteuer von 12-13%. Ja, ich muss sagen, Matthias Müller hat da natürlich recht, auch er weiss, von was er schwätzt. Er sagt, 200 Milliarden Franken Lücke, es ist sogar noch mehr. Ich habe die Zahlen noch nachgeschaut beim Bund. Der Bund selber sagt, es ist eine Lücke von etwa 250 Milliarden Franken bis 2050, wenn wir die 13. AV-Rente würden annehmen. Was nicht ganz stimmt, ist die Zahl, die er bringt mit der Mehrwertsteuer, 12-13%, sagt er. Auch da sagt der Bund, es braucht nicht ganz so viel, 11,5% würden lange. Wir müssen sie schon aufhören auf 10,5%, um nur schon die Lücken zu füllen, die wir jetzt haben. Dann noch ein zusätzlicher Prozentpunkt für die 13. AV-Rente. Also, man sieht, in der Stossrichtung ist es, glaube ich, richtig, was er sagt, aber er übertreibt das ein bisschen, oder? Ist aber jetzt eine Angstmacherei. Ja, also bei dieser Mehrwertsteuerzahl, gut, da kann man sich vielleicht darüber streiten, aber ich glaube, der Punkt, oder, von dieser Lücke, die stimmt. Und man muss wissen, das ist schon. Das Umlageergebnis von der AV wäre ja noch viel negativer. Da hat es ja schon viele Bundesbeiträge. Da muss man vielleicht schnell sagen, das Umlageergebnis, das ist, wie viel kommt rein, wie viel geht raus. Genau, also wie viel die Aktiven zahlen und wie viel die Rentner brauchen. Und weil das heute schon nicht recht aufgeht, zahlt der Bund ein Viertel an die Ausgaben von der AV. Oder? Das ist etwa 1 Milliarde pro Monat, wo es schon braucht. Also, und trotzdem haben wir noch bis 2050 die 200 Milliarden, die fehlen. Aber das ist gut, dass du das einbringst. Das finde ich wirklich spannend. Weil er redet natürlich nur über die Mehrwertsteuer. Und das ist so ein bisschen ein Schreckgespenst. Oder alle wissen, wenn wir jetzt die Lücke mit Mehrwertsteuer finanzieren und die 13 auch noch mit Mehrwertsteuer, ist das extrem unsozial, weil die unteren Schichten da extrem mitzahlen in ihrem täglichen Einkauf. Das wollen wir eigentlich nicht. Was er eben verschwiegt, ist, dass man es ja auch über Steuern könnte finanzieren. Du hast es schon angetönt, ein Viertel von AV aktuell ist vom Bund finanziert. Der Anteil dürfte gemäß Gesetz noch deutlich höher aufgehen, auf 50%. Also man hätte die Möglichkeit zu sagen, wir haben eine Lücke in der AV, wir wollen auch noch 13. AV-Rente und wir führen jetzt einfach irgendeine nationale Steuer, eine Erbschaftssteuer und finanzieren das so. Das sagt der Matthias Müller natürlich nicht. Und in dem Sinn ist es ein bisschen irreführend, zu einfach sagen, 12-13% Mehrwertsteuer, das ist die einzige Möglichkeit. Ja, also wenn wir über Möglichkeiten reden, ich glaube, es gibt verschiedene, oder? Man könnte versuchen, die Demografie anzupassen. Das ist schwierig. Bringen. Das ist in der mittleren Frist ein bisschen schwierig. Man könnte die Rente kürzen, das ist aus meiner Sicht auch keine gute Idee. Dann könnte man Lohnprozent erhöhen oder eben die Steuern. Dort dann ist einfach die Frage, oder, mehr Umverteilung als Antwort. Aus meiner Sicht ist das eine ineffiziente Lösung. Logisch, man kann den Leuten immer mehr Geld wegnehmen, aber man muss einfach wissen, das nimmt man jemandem weg, der das sehr mühsam verdient hat. Das ist aus meiner Sicht keine gescheite Idee. Dann kann man das Rentenalter erhöhen. Und was häufig vergessen geht, mehr Wirtschaftswachstum. Wenn wir mehr Wirtschaftswachstum hätten, eine liberalere Wirtschaft, dann würde die Situation von der AV auch anders aussehen. Und ich finde, die letzten zwei, das Rentenalter und wenn mehr Wirtschaftswachstum, die deutlich sozialsten Weg zum AV in Zukunft sichern. Aber da finde ich noch spannend, dass du das jetzt auch so offen sagst. Es gibt verschiedenste Varianten, wo man politisch muss entscheiden, wie will man es denn genau machen. Es gibt eben nicht nur die Variante Mehrwertsteuer, wie das da der Matthias Müller anführt. Aber trotzdem, ich glaube, grosser Mode können wir da sagen, der Matthias Müller hat recht, wir haben eine Lücke, 250 Milliarden bis 2050, inklusive der 13. AV-Rente. Und wenn man es tatsächlich nur über die Mehrwertsteuer würde machen, müssen die auf etwa 11,5%. Genau so ist es, ja. Gut, wir weiter. Matthäa Meier, SP-Präsidentin auf SRF, auch sie war im Club und sie hat das gesagt zur AV.
Bis 2030 rechnet der Bundesrat mit einer AHV-Reserve von 70 Milliarden Franken. Also durchaus ein sehr stabiles Polster. Mit dieser Aussage habe ich die grösste Mühe. Oder? Also, die finanzielle Situation der AHV ohne politische Agenda dahinter oder so, aber die ist einfach wirklich nicht gut. Die AHV hat ein minimales Polster, das sie muss haben muss, um etwa im Umfang von einem Jahr ihre Ausgaben finanzieren können. Das Polster braucht sie, sonst ist sie völlig unsicher aufgestellt. Und das jetzt sagen, das ist ein stabiles Polster, das man quasi brauchen kann, um Sachen auszugeben. Wirklich, da, also mit dem habe ich Mühe und ich finde, das ist wirklich eine irreführende Aussage, die man so nicht machen und nicht brauchen darf, für Mehrausgaben zu argumentieren. Ich finde, du bist da ziemlich grosszügig mit der Matthias Meier. Ich würde fast schon so weit gehen und sagen, die Aussage ist schlicht einfach falsch. Also ich finde das auch ein wahnsinniger Schuss in den Ofen von der Linken. Das tönt natürlich gut. Wir haben 70 Milliarden. Im 2030 haben wir 70 Milliarden in der Reserve. Aber das Gesetz sagt natürlich, die AV muss ungefähr so viele Reserven haben, wie sie Ausgaben hat pro Jahr. Und wir wissen auch, 2030 werden wir etwa 70 Milliarden Ausgaben haben pro Jahr. Die einzige Frage, die man sich vielleicht könnte stellen, ist, müssen denn die Reserven so hoch sein? Müssen wir wirklich eine ganze Jahresausgabe für AV als Reserve in der AV rumliegen haben? Ja oder nein, wir müssen nicht auch die Hälfte tun, aber auch wenn es nur die Hälfte wäre, hätten wir einfach irgendwie 35 Milliarden vorig, wo wir könnten irgendwie verteilen. Und wir haben vorher gerade darüber geredet, die Lücke bis 2050 ist Grössenordnung 250 Milliarden. Also das würde Braten dann auch nicht mehr feiss machen. Also das sehe ich auch so. Es ist einfach, das hat einen Stock und es braucht einen Stock. Wie gross der genau muss sein, ob der noch ein bisschen grösser oder noch ein bisschen tiefer muss sein, darüber könnte man streiten. Ich finde die Jahresausgabe ein guter Richtwert. So oder so ist es kein Argument für höhere Ausgaben bei einer AV, die heute schon schlecht finanziert ist. Du, sonst werden ja bei SNB noch 110 Milliarden rumliegen in der Rückstellung. Niemand weiss für was genau, da könnte man auch noch etwas holen. Genau, das finde ich... Ist etwas gleich schlimmes Argument, aber ich bin froh, müssen wir das heute nicht auch noch diskutieren. Nein, das müssen wir nicht diskutieren. Lustigerweise hat ja der Gewerkschaftsbund eine Initiative am Laufen gehabt, SNB gewinnen für die AHV. Haben sie dann klammheimlich zurückgezogen, nachdem die SNB 132 Milliarden Jahresverlust gemacht hat. Aber komm, das müssen wir, glaube ich, auf später verschieben. Ist gut, tipptopp. Zurück zur AHV und wir hören nochmal rein, was Gabriela Medici gesagt hat im Club zur AHV. Das sind 25 Franken pro Monat für eine Person mit einem mittleren Einkommen. Dafür gibt es 200 Franken pro Monat mehr AHV-Rente. Ja, Alexandra, also das ist ich muss es zugeben, persönlicher Lieblingsargument für die 13. AHV-Rente. Es zeigt nämlich, dass es primär um die Frage geht, wenn wir mehr umverteilen, von reich zu arm, ja oder nein. Aber fairerweise muss man vielleicht schon sagen, ist auch ein bisschen irreführend, was für Zahlen dort Gabriela Medici anführt, auch wenn sie in der Stossrichtung richtig sind. Aber quantitativ kann man da ein Fragezeichen dazu setzen. Das sehe ich auch so. Oder es gibt verschiedene Punkte. Das erste ist, sie geht vom Medianlohn aus und schaut, wie viel das man einzahlen muss und wie viel das man rausbekommt. Was sie vergisst, ist, dass man etwa 40 Jahre arbeitet und nur 20 Jahre Rente bekommt. Das heisst, die Rechnung so kann man meiner Meinung nach nicht machen. Und deutlich schlimmer finde ich, wir haben ja vorher davon geredet, vom Zitat von Matthias Müller, dass die AHV eine riesige Finanzierungslücke hat. Und wenn man diese Finanzierungslücke anschaut, dann braucht es deutlich mehr Lohnprozent, um die AHV wieder auf solide Beine stellen. Und dann sind wir etwa bei 650 Franken mehr Lohnabzüge, die es braucht, um das zu finanzieren. Und wenn man sich überlegt, 650 Stutz pro Monat mehr, das ist enorm viel Geld. Und ich glaube, da sieht man ein bisschen, in was für eine Situation dass wir sind, wenn man schon in Lohn pro Monat rechnen will. Jetzt kommt wieder die Dankspracherei von der Bürgerlichen, jetzt in Form von Alexandra Janssen. Nein, 650 Franken, jetzt hast du ein grosses Fass aufgemacht, wenn wir vielleicht so schnell erklären, damit alle folgen können. Zuerst ein Schritt zurück zu Gabriela Medici. Sie sagt, 25 Franken mehr einzahlen, das wären die berühmten 0,4 Lohnprozentpunkte, die die Arbeitnehmer müssten tragen, wenn man die 13. würde finanzieren. Das heisst, das kostet 25 Stutz, wenn man eine Median hat, 6.500 Stutz Lohn oder dort umeinander. Und dann nachher, wenn man in die Pension kommt und die Maximalrente würde kriegen, dann kriegt man 200 Franken mehr AV-Rente. Okay, das stimmt mal so weit. Kann man natürlich argumentieren, wenn man nicht Äpfel mit Birnen will vergleichen, muss man die verschiedenen Touren mit einbeziehen. Also muss man quasi Beiträge mal 2 rechnen, weil man halt doppelt so lange muss einzahlen, wenn man etwas kriegt. Das sind wir schon bei 50 gegenüber 200. Und dann muss man es vielleicht nochmal mal 2 rechnen, weil man vielleicht eben auch die Arbeitgeberbeiträge mittelfristig trägt als Arbeitnehmer. Das ist das, was du im letzten Podcast gesagt hast. Als Arbeitgeber machst du eine Brutto-Brutto-Sicht, wenn du entscheidest,
wie viel Lohn du auszahlen willst. Das finde ich mega wichtig, oder? Häufig ist so eine Diskussion bei den Lohnprozenten, das eine zahlt den Arbeitnehmer und der andere der Arbeitgeber. Aber das ist einfach aus meiner Sicht nicht eine ökonomische Sicht. Am Schluss hat man eine Produktivität beim Arbeiten und die bestimmt den Lohn. Und wenn ich mehr Abzüge muss machen, ob Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseitig, dann sinkt einfach der Nettolohn. Respektive der Brutto-Brutto-Lohn, der bleibt gleich aufgrund von meiner Produktivität. Die Arbeitnehmenden würden in dem Fall, wenn das tatsächlich so wäre, 0,8 Lohnprozent mehr Abzüge haben für die 13. Und das eben während 40 Jahren gegenüber den 20 Jahren, die sie dann im Durchschnitt würden kriegen. Aber sag noch schnell, wie du auf die 650 Franken mehr Belastung kommst. Ja, wenn wir jetzt die Situation von der AV anschauen bis 2050, wenn wir die sauber aufstellen, dass wir nicht ein negatives Umlageergebnis haben, dann bräuchten wir nicht die 0,4 respektive 0,8 Lohnprozent, sondern insgesamt 2,6 Lohnprozentpunkte, wo wir die Abzüge erhöhen müssen. Das ist relativ viel, das wäre 320 Franken pro Monat. Und dann rechnen wir das, wie du vorher auch gesagt hast, nochmal zwei, wenn wir sagen, wir zahlen doppelt so lange ein, wie wir eigentlich auszahlen, und dann sind wir, oder wie wir eine Rente bekommen, und dann sind wir bei 650 Franken pro Monat. Und das ist, finde ich, ist sehr viel, oder, wenn man sich das mal überlegt. Das ist eine wahnsinnig interessante Zahl, finde ich. Es ist spannend, um die mal in der Debatte zu hören. Ich weiß aber nicht, ob sie so relevant ist jetzt für die Entscheidung, die wir treffen müssen. Weil was du eigentlich machst im ökonomischen Jargon, würde man sagen, du machst Total Costs und vergleichst die mit Marginal Benefits. Oder der Marginal Benefit wird 200 Franken mehr kriegen als 13. AV-Rente. Und du sagst ja, die totalen Kosten, die wir hätten, um die ganze AV zu sanieren, wären 650 Franken pro Monat. Ich würde sagen, wir müssen natürlich Marginal Costs und Marginal Benefits vergleichen. Und dann sind wir eben eher in dieser Grössenordnung 25 mal 2, weil 40 Beitragsjahre mal nochmal 2, weil man vielleicht auch die Arbeitgeberbeiträge muss zahlen als Arbeitnehmer. Dann sind wir vielleicht so eher so in einer Grössenordnung 100 Franken mehr einzahlen, als um 150, 200 Franken mehr rauszuziehen. Du machst die marginale Sicht. Dann bleiben wir aber in einer Welt mit einer nicht super finanzierten AV. Und aus meiner Sicht müssen wir in eine Welt hineinkommen, wo die AV solid aufgestellt ist. Und dann langen die marginale Sicht nicht. Dann brauchen wir eine Totalansicht. Und darum finde ich, die Rechnung ist relevant. Ich schaue auch, was für Rahmenbedingungen das es braucht. Und da ist die AV ein wichtiges Werk, das wir schützen und nicht aushöhlen. Gut, aber ich glaube, bei diesen Zahlen werden wir uns trotzdem nicht ganz einig. Ich würde sagen, die Zahlen stimmen einigermaßen, aber vielleicht einfach in der Quantifizierung, die sie vornehmen, ein bisschen irreführend, ein bisschen geschönt. Sehe ich auch so. Alexandra, wir haben noch drei Zitate, die haben wir wahrscheinlich ein bisschen schneller abgehandelt, vor allem das, was jetzt kommt, und das zweitletzte. Beim letzten werden wir dann noch mal ein bisschen darüber reden. Jetzt kommt der Chefökonom vom Gewerkschaftsbund, der Dani Lampard, mit einem Argument, das man wirklich immer wieder gehört von der Linken. Das sind die gleichen Leute, die jetzt sagen, weil sie Angst haben vor der 13. AV, sagen, ja, wir müssen die Ergänzungsleistung gut tun. Und diese Leute im Parlament haben die Ergänzungsleistungen gesenkt. Asien und die Schwellenländer, in denen die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung lebt, weisen seit Jahren ein höheres Wirtschaftswachstum auf als die Industrieländer. Und doch sind sie in vielen Aktienportfolios nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Entdecken Sie das ungenutzte Potenzial Asiens und der Schwellenländer mit Invesco. Du hast mir ja da netterweise noch einen Tweet vom André Silberschmidt geschickt, wo dann aufgezeigt hat, wer genau für die Reform und wer dagegen gestimmt hat. Und was man sieht, ist, dass die Bürgerlichen dafür gewesen sind und die Linken sich mehrheitlich enthalten haben. Und ich glaube, das hat auch einen guten Grund. Bei dieser Reform hat man unter anderem dafür geschaut, dass Leute, die relativ hohes Vermögen, über 100'000 haben, nicht EL bekommen. Es ist also auch darum gegangen, eine zielgerichtete EL zu haben und darum die Reform zu machen. Und ich glaube, das hat sowohl bürgerlich als auch links am Schluss gesehen und darum so abgestimmt. Ich habe den Tweet auch geschickt gekriegt von einem Hörer von uns. Sie haben das nicht auf dem Radar gehabt und haben die Schlussabstimmung angeschaut zu der Ergänzungsleistungsreform, die es gegeben hat 2018. Und es ist tatsächlich so, die Linken haben das nicht abgelehnt. Die haben sich am Schluss der Stimme enthalten. Und jetzt werfen sie den Bürgerlichen vor, dass sie da die Ergänzungsleistungen abbauen. Was man aber muss sagen, sie sind natürlich in der Detail haben sie einzelne Sparanträge der Bürgerlichen schon bekämpft. Einfach unter dem Strich haben sie gesagt, okay, die Vorlage ist nicht allzu schlecht und sie haben sie in der Schlussabstimmung nicht bekämpft. So war es. Ziel war es, zielgerichtete EL zu machen. Und ich glaube, das ist eine sinnvolle Sicht. Oder? Wir wollen, dass die Leute, die zu wenig Geld haben, okay Rente bekommen im Alter und davon einigermaßen leben können. Und für das braucht es zielgerichtete staatliche Massnahmen.
Und darum ist das, glaube ich, so damals durchgekommen. Bei den 13. AV machen wir etwas ganz anderes. Oder? Das berühmte Giesskannenprinzip, wo wir einfach ganz viele Alexander, Leute Alexander, jetzt bist du schon wieder politisch unterwegs. Jetzt haben wir doch das mit der Giesskanne schon es fast abgehandelt. Es ist so schwierig bei diesem Thema. Ja, aber im Fall Giesskanne ist ein gutes Stichwort. Gehen wir gerade weiter. Wir haben nochmal einen Einspieler aus dem Nebelspalter-Podcast, das mal aus Bern einfach. Dein Lieblingspodcast, Alexandra, wahrscheinlich. Nicht mein Lieblingspodcast, oder also schon einen, den ich sehr gerne höre, aber ich finde, was ich so gut finde daran, am Ende vom Tag, ich kann der Zeit hören und nachher noch Bern einfach, der gleiche Tag ist vergangen. Ja, genau. Unterschiedliche Sendungen. Du und ich hoffe ehrlich gesagt, dass dein Lieblingspodcast natürlich Börsenstrasse 15 ist. Das wäre etwas falsch. Oder der Geldcast, genau. Oder der Geldcast, ja, Wahnsinn. Also komm, hören wir Markus Somm zu. Das ist wirklich Unsinn, gut 13 die Rente allen Leuten geben, die es gar nicht brauchen. Das ist der Sergio Ermotti, der einen guten Lohn hat und auch eine gute Rente wird haben. Das ist ein Christoph Blocher, der auch genug Geld hat. Ja, Alexandra, also da muss ich jetzt mich ein bisschen echauffieren. Ich finde das komplette Unsinn, was der Markus Somm rauslässt. Mit dem Argument, mit dem Giesskannen-Argument suggerieren die Bürgerlichen ja immer, dass die Reichen profitieren von dieser Vorlage. Und die tun so ein bisschen die Leute motivieren, zu sagen, das geht doch nicht, dass der Sergio Ermotti jetzt auch noch eine Rente kriegt und dass der Christoph Blocher auch noch eine Rente kriegt. Aber Fakt ist doch, dass die eine Rente kriegen, dass sie auch eine 13. AV-Rente kriegen, schmälert nur, dass sie insgesamt extrem viel mehr müssten zahlen in der AV. Also unter dem Strich würden die bei einem Jahr tatsächlich immer noch extrem viel mehr verlieren, die Reichen, wenn wir das würden ahnen, die würden nicht gewinnen. Das sehe ich auch. Ich finde, das Argument ist wie so nicht ganz komplett. Oder man muss sagen, Leute wie der Roger Federer, der Motti und der Blocher kriegen eine 13. AV-Rente. Das allein ist nicht so tragisch. Die Frage ist, wer finanziert die? Und logisch, zum ja, sie finanzieren sie aber selber, das ist ja genau ja, aber nicht nur, oder? Weil du nimmst ja auch mehr Lohnprozent oder Mehrwertsteuer oder was auch immer weg von jungen Beitragszahlern, von jungen Familien. Und denen geht es einfach im Schnitt deutlich schlechter als den heutigen Rentner. Und das finde ich ist das Problem, dass man relativ reiche Rentner finanziert über Abgaben von eher ärmeren jungen Familien. Und das finde ich einfach unverteilungsmässig. Ja, aber jetzt links doch ein bisschen ab. Wir müssen doch das Argument anschauen. Wir müssen das Argument anschauen von Markus Somm. Verhebt das Argument. Wir müssen da probieren, einen Faktencheck zu machen. Und wenn er sagt, das ist Unsinn, am Sergio Ermotti 13. AV-Rente zu geben, dann finde ich das an und für sich auch Unsinn. Aber ich finde es total irreführend, um den Leuten zu suggerieren, dass die Reichen profitieren, wenn es ein Ja gibt. Das ist doch nachweislich falsch. Das stimmt. Für mich fehlt der Weilsatz an dieser Aussage. Wenn sie so allein steht, dann finde ich auch, dann ist das nicht ein gutes Argument und trifft den Kern der Sache nicht. Da bin ich verstanden. Da reden wir über die AHV und jetzt eben auch noch über das BVG. In unserem letzten Quote, den wir da haben für heute, nochmal eine Aussage, eine ganz spannende und meiner Meinung nach wichtige Aussage von Daniel Lampert, Chefökonom vom Schweizerischen Gewerkschaftsverband auf SRF. Ich kenne keine andere Altersvorsorge, die so ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Keine Bank, keine Versicherung bietet einem so etwas. Im Gegenteil, das ist ja viel, viel teurer. Du bist da quasi die Expertin. Du arbeitest auf dem Gebiet. Hat er recht, Daniel Lampert? Aus meiner Sicht ist es ein bisschen zu hart, zu klar formuliert. Oder? Ich glaube, was man dieser Aussage zugute halten kann, ist, es hat eine grosse Umverteilung in der AHV drin. Und das bedeutet, dass viele Leute von der AHV mehr rausziehen, als sie einzahlen, oder? Darum von dem her, das Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man so sagen, ja, kann man akzeptieren. Ich glaube, was die Aussage vergisst, ist, dass es Alternativen gibt, wie ich könnte fürs Alter sparen, oder? Wir haben in der Schweiz, gibt's noch die zweite Säule, die dritte Säule, oder ich kann ganz individuell sparen. Und dort habe ich etwas, was ich in der AHV nicht habe. Ich habe den Finanzmarkt, der Rendite generiert. Und das hat die AHV nicht. Und wenn man die Rendite einbezieht, kommt es ein bisschen darauf an. Aber dann sieht das Preis-Leistungs-Verhältnis von der AHV auch nicht ganz so positiv aus, wie es jetzt dargestellt wird. Also konzeptionell können wir eigentlich sagen, bei der AHV habe ich mit meinem Lohn habe ich einen dritten Beitragszahler mit den Reichen. Also ich zahle selber etwas ein, Arbeitnehmerbeitrag. Mein Arbeitgeber zahlt etwas ein, Arbeitgeberbeitrag. Und dann habe ich noch die Reichen, die meine Rente querfinanzieren. Das ist der dritte Beitragszahler. In meinem BVG oder in der dritten Säule habe ich auch einen zusätzlichen Beitragszahler, nämlich der Finanzmarkt, oder? Weil das Geld dort angelegt ist und ich profitiere davon, wenn all die Aktien hoffentlich durchs Dach gehen, bis ich pensioniert bin und kann dort noch zusätzlich ein bisschen Geld verdienen. Da müssen wir jetzt das halt quantifizieren, oder? Wenn der Dani Lampard sagt,
ist ganz klar besser. Die AHV müssen wir da sicher noch Zahlen dazu tun. Und der Patrick Eugster, er ist im Initiativkomitee, muss man transparenterweise sagen, von Renteninitiative, hat das ausgerechnet, so ganz grob. Kannst du vielleicht schnell sagen, was da rausgekommen ist? Genau, also Patrick Eugster hat sich angeschaut, was passiert bei einem Medianlohn, wenn man jetzt statt höhere Lohnbeiträge, dass wir einfach sparen und selber investieren und zum Beispiel in eine Säule 3a investieren. Und was er sieht, ist, dass man am Schluss besser rauskommt durch das individuelle Sparen als jetzt noch bei der AHV, bei der 13. Rente. Aber die Rechnung von Patrick Eugster ist wirklich empfehlenswert, um die anzuschauen. Er hat gesagt, wenn jemand mit 20 anfängt zu sparen, die 25 Franken, die er oder sie jetzt müssen, zusätzlich zahlen für die 13. AHV-Rente, wenn er die 25 Franken wieder auf die Seite tun, investieren in eine 3a mit 3% Rendite, der hätte ihm am Schluss so viel Kapital angespart bei einer normalen Aktienmarktentwicklung, dass man eben sich von dem dann mehr Rente könnt auszahlen als die AV auszahlen. Er kommt auf einen Betrag von rund 2700 Franken. Zusätzliche Rente bei AV kriegt man maximal 2450 Franken. Das Problem aber ist, und das, da möchte ich noch den letzten Punkt machen, man hat ein gewisses Risiko, oder? Wir wissen nicht, ob der Finanzmarkt in den nächsten 40 Jahren genau gleich funktioniert wie in den letzten 40 Jahren. Und das Risiko hat man bei AV viel weniger. Das stimmt, das ist sicher so. Oder? Da gibt's, die Frage ist dann eher, welche Rendite kann ich machen mit welchem Risiko? Und dann müssen wir die Rechnung genauer anschauen, ob jetzt die 3% Rendite die richtig hoch ist, gegeben dem Risiko, das man muss eingeben muss. Aber ich glaube, die Rechnung zeigt eben super auf den Wert vom individuellen Vorsorge, wie viel das man da kann erreichen kann. Und das finde ich interessant und das geht bei der Diskussion um die AHV verloren, weil wir uns nur noch über die Umverteilung diskutieren. Darum diskutieren wir im Herbst dann auch schon über die BVG. Dann kommt die BVG-Reform vor. Das Volk wird auch ein extrem spannender Abstimmungskampf, wahrscheinlich auch ein knapper. Über das reden wir dann zu gegebener Zeit sicher auch nochmal in der Börsenstrasse 15. Ja, ich würde sagen, lassen wir es für heute. Danke, Alexandra. Danke dir, Fabio. Und danke auch Ihnen daheim fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können. Dann können Sie unseren Podcast gerne abonnieren über den Folgenknopf in Ihrer Musik- oder Podcast-App. Da gibt es auch die Glocke, die Sie drücken können. Dann kriegen Sie eine Mitteilung, wenn wieder etwas Neues von uns rauskommt. Sagen Sie auch gerne weiter, dass es Börsenstrasse 15 gibt. Und schauen Sie unbedingt mal vorbei auf www.themarket.ch. Da gibt es Hintergründe und Analysen zum aktuellen Wirtschaftsgeschehen. Bis zum nächsten Mal mit Ihnen hoffentlich im Podcast von Alexandra Janssen und von mir. Mein Name ist Fabio Canetsch und das ist Börsenstrasse 15.